Freunde, ich stecke in der Klemme und es freut mich, denn ihr Leistung der Gesellschaft, herzlich willkommen. Weiter geht's mit der großen Schemen-Präsentation, das zweite Video und auch dann das dritte. Da werde ich Sets vorstellen, die eher Mädchen oder Töchter als Zielgruppe hatten, aber nicht nur natürlich. Also ja, die Sets kann natürlich bei jedem einen Anklang finden. Und ich hoffe doch, denn ich finde auch diese Sets absolut schön. 18 Sets sind heute geplant und deswegen würde ich sagen, ohne große Umschweife beginnen wir. Wir haben ein Mädel, das heißt Sherry, also Kirsche, Sherry, und die Sherry hat ein paar Freunde und um diese Clique, um diese Gruppe von Freundinnen geht es in diesen Reihen, zumindest in den ersten Sets. Und unter anderem haben wir hier das Badezimmer, das Schlafzimmer von Sherry. Nun, ja, klassisches Schlafzimmer, ein Bett haben wir hier, wir haben hier einen Schminktisch, wir haben ein Fenster, das ist ziemlich cool mit so einer Fensterbank und sie lernt Noten. Hinten im Eck sehen wir auch noch eine E-Gitarre, das heißt, sie ist sehr musikalisch und sie muss wirklich musikalisch sein, denn man sieht hier, da hat sie auch schon eine goldene Schallplatte. Also ob das ihre eigene ist, vielleicht auch nicht. Vielleicht ist sie eben Hannah Montana im She-Man-Universum. Weiß man nicht. Auf alle Fälle, sie ist durchaus fleißig, denn man kann hier sehen, es ist 10 Uhr, die Sonne scheint schon und sie ist schon fleißig am Notenlernen. Noten, weiß ich nicht, könnte der Trauermarsch sein oder die McDonald's-Jingle-Musik, keine Ahnung. Kann natürlich alles sein. Auch jemand, es muss auch Leute geben, die Jingles machen. Dann, Sherry macht nicht nur Musik und lernt zu Hause, sondern geht auch raus und sie geht gerne zu diesem Delfinbrunnen. Der ist wirklich sehr gut gelungen, finde ich, mit zwei so rosa Delfinen. Und was man halt da gerne macht, man macht Fotos mit einem Selfie-Stick, eh klar. Und ja, aus den Tantiemen der goldenen Schallplatte nimmt man halt ein paar Euros und schmeißt in den Brunnen und wünscht sich, keine Ahnung, noch mehr Geld. Kann man ja so machen. Und das Schöne an diesen Sets sind, hier gibt es so eine Art Serviervorschlag. Das heißt, wenn man von dieser Reihe alle, in dem Fall sind es 6 Stück, alle Sets hat, hat man dann ein großes Viertel oder ein Dorfabschnitt, der in sich stimmig ist, so wie es auch von She-Man gedacht ist. Ja, auch hier haben wir wieder sehr Lavendel und Magenta und Lila Aspekte. Lila Punk, das wäre in Wien in manchen Gegenden durchaus cool, in anderen sehr problematisch. Da müsste es wohl eher grün sein. Ist ein lokaler Insider. Ja, ein bisschen eine größere Schachtel haben wir jetzt, nämlich Sherry hat eine Freundin, die heißt Abby. Und Abby ist keine Musikerin. Da lässt sie Sherry den Vortritt. Sie ist aber anscheinend eine sehr taffe Businessfrau, denn sie hat schon ihr eigenes Café. Abby's Café. Ja, da gibt es Torten, da gibt es Donuts, Eis und ja, dürfte sogar Soft-Eis sein in verschiedenen lila und rosa Farben. Es gibt Kaffee, ein Cappuccino, ein Americano, Latte und das Ganze ist auch nett verziert mit so einer netten Straßenlaterne und die Fassade finde ich recht hübsch. Sie hat ein rosa Mofa und ja, schaut eigentlich für das, was man bekommt, ziemlich cool aus. 2 Figuren sind dabei und ja, sie hat draußen eine Bank und also einen Tisch mit 2 Bänken, mit zwei Sitzen im Prinzip und ja, macht schon was her. Cooles Set. Die Mädels alle zusammen, ich weiß nicht, wem dieser VW-Bus gehört, aber dieser Camping-Bus, irgendjemand wird den gehören, vielleicht sogar der ganzen Clique, vielleicht haben die zusammengelegt. Und dann fahren sie ab und zu mal raus, raus aus der Stadt mit ihrem Camping-Bus und dann gibt es gerne mal eine Grillage, wo dann die Würstel am Grillacker gelegt werden. Und es gibt Spiegeleier, Schokocroissants, ein Kaffee, wahrscheinlich von Abby's Kaffee, so ein Takeaway.
Ja, sie haben Fahrräder mit, aber nur eines. Es kann sein, dass das nur so Zierde ist. Ne? Aber ja, man hat hier, ich dachte zuerst, war sehr stark verwundert, ich dachte zuerst, dass das eine Pole-Dancing-Stange ist, aber man dachte, das kann eigentlich nicht ganz sein. Wird es auch nicht sein, denn das wird wohl für diesen die Stange sein für die Öffnung vom VW-Bus. Und hier finde ich das nett, dass der VW-Bus anscheinend zwei so Scheibensegmente hat. Das finde ich eigentlich recht cool. Ist eigentlich gut gelöst. Macht was her. Ja, so VW-Busse, so Campingbusse gibt es ja immer wieder, auch von anderen Herstellern. Sloban hat ja genauso ein Set in der Richtung. Und damit kann man nicht wirklich viel falsch machen. Ja? So, das schaut einfach toll aus. Ist einfach ein schönes, großes Gefährt, mit dem man auch gut spielen kann. Und hier gibt es natürlich auch ein paar Spielfunktionen. Also, ne? Senf und Ketchup ist dabei. Was braucht man mehr? Was braucht man mehr? Nun, wir sind jetzt wieder zurück und es gibt einen Fashion Shop, eine Boutique, wo man sich die neuesten Fetzen, die neuesten Kleidungsstücke kaufen kann. Und das sind wir hier jetzt. Und ich muss ja sagen, schon langsam komme ich zu dem Entschluss, dass es hier sich so um einen Stars Hollow-Verschnitt handelt. Also, ne, Gilmore Girls, ich habe es nicht gesehen, aber ich habe gehört, dass es dort so einen Bürgermeister gibt, der eben vorgibt, wie die Stadt auszusehen hat. Und hier merkt man schon, diese Stadt, wo eben das hier spielt, da ist schon sehr viel Lavendel, Magenta, Rosa und Violett im Spiel. Warum nicht? Ja, mir gefällt das. Dieses Set selber, das ist hinten offen und somit natürlich absolut bespielbar mit sehr viel kleinteiligen Steinchen und ja, sehr viel Zubehör ist da und ja, zwei Ebenen, drei eigentlich. Registrierkasse ist natürlich wichtig und kann man gut bespielen. Macht durchaus was her. So eine Fashion-Bude. Ne? Genau. Macht durchaus Spaß. Nun, jetzt hat man den neuesten Fummel von Serrano und will dann noch sich selber hübsch machen. Also geht man in den Beauty Shop. Und ja, da ist, das sieht man dann auf der Rückseite, da ist schon einiges. Das ist ein absolutes Spielset. Das ist eigentlich unglaublich, was da abgeht im Hintergrund. Ziemlich cool. Wow. Ihr werdet das jetzt sehen. Also die Fassade ist schon mal toll, aber wenn ihr das seht, da hinten, das ist einfach eine Platte, die komplett bestückt ist mit verschiedensten Spielstationen. Ne? Massagetisch oder was es da alles gab. Ja, Schminkabteilung etc. Ziemlich cool. Also das gefällt mir schon sehr. Da ist einiges. Einiges läuft ab. Sehr viele Kleinteile, die man auch sehr gut nutzen kann für andere Sachen. Und das Schöne ist, für die Leute dort, naja, natürlich jetzt nach Corona, muss man natürlich schauen, dass das Geschäft wieder anläuft. Da ist auch gerade eine Aktionswoche oder Aktionstage am Laufen. Ist auch wichtig, ne? Damit die Leute, nachdem es jetzt einen Monat oder mehr zu Hause wie Höhlenmenschen gewohnt haben, dass jetzt, wenn sie wieder in die Freiheit gehen, dass wir uns alle da ein bisschen aufhübschen. Ist ja für manche so das Wichtigste, was es gibt auf der Welt. So, dann haben wir 2007, also das Set Nummer 2007. Oh ja, ein Star Training Center. Ja, dort gehen die Stars hin, um zu trainieren. Ganz klar, das gibt's. Das muss es geben. Ich würde sagen Tonstudio, aber hey, Star Training Center klingt natürlich besser. Das ist auch klar. Ja, da muss man einfach ehrlich sein. Das klingt besser. Da drinnen kann man Karaoke singen, wie es scheint. Man kann hier ja, Videos, Musik aufnehmen. Natürlich auch entspannen. Das muss man auch lernen, dass man einfach mal gechillt irgendwo sitzen kann und seinen Cocktail trinkt, natürlich.
Das machen wir dann auf der Dachterrasse. Und ja, da drinnen gibt es auch ein Show-Bereich, wo man anscheinend auch ein Konzert spielen kann. Ein Auto ist dabei und das sieht man, das hat man draußen eh gesehen, sieht man auch drinnen. Hier hat man auch einen Bereich, den man aufklappen kann. Ne? Ja. Cool. Das ist im Prinzip der größte Bereich von dieser Reihe. Wir machen jetzt weiter mit den nächsten Sets, nämlich die Mädels wollen natürlich auch ein bisschen was anderes unternehmen und dann gehen sie schon ziemlich cool. Ich mag Aquarien, bin ein Fan von Unterwasserwelten und hier haben wir ein Blue Whale Aquarium, also Blaufisch Aquarium. Und ja, sieht man auch gleich sofort, da oben der blaue Fisch. Ja, da geht man natürlich rein und möchte sich da einfach ein bisschen entspannen. Schaut sich das an. Da haben wir wieder ein bisschen was zu bespielen. Es gibt da ein paar Fische und Aquarien. Natürlich hat das jetzt nicht den Ausmaß eines maritimen Museums von Chimbau, aber das wäre ja, ich meine, das ist ja, ich finde es lustig, dass die Katze da sitzt und sich die Fische anschaut. Ja, das ist halt so wie Running, also ne, Swimming Sushi. Ja. Genau. Ja, ich find einfach auch die Designer von Shimen haben es einfach drauf, dass sie sehr liebevoll und detailliert ihre Sets bauen. Ja. Ich meine, okay, dieses Mädel hatte ein Eis in der Hand, was ungefähr die Größe von ihrem Kopf hat, aber okay, warum nicht? Hat sie halt ein bisschen was zum Lutschen. Nachdem man im Aquarium war und sich alles angesehen hat, wird man vermutlich hungrig sein. Deswegen sucht man sich dann diesen Joy Pizza Car. Wahrscheinlich ist eines der Mädels Joy und sie hat ein Pizza-Auto. Kann ich die da ein eigenes Café haben? Manche haben einfach einen Food Truck. Warum auch nicht? Macht durchaus Sinn und finde ich auch sehr sympathisch. Und es ist einfach ein Pizza-Wagen mit einer dicken, fetten Reklame-Pizza oben am Auto. Gefällt mir sehr, sehr cool, gut. Ja. Sieht man hier, da bringt sie die Salami-Pizza zum Tisch. Und ja, das Auto hat da vorne so Zaubersterne. Ja, kann man so machen. Fällt sicher auf. Wird auch sicher durch den TÜV durchgehen, warum auch nicht, das stört ja niemanden. Ja, mir gefällt das sehr. Man sieht hier hinten auch, gibt es wirklich diesen Pizzaofen. Der hat schon ein paar Pizzen drinnen. Das kann man auch aufklappen dann. Die Seitenfront zumindest. Und man kann es einfach auch dann von hinten bespielen. Ja, das sieht man dann hier. Ja. Und darum geht es. Darum geht es einfach. Man hat hier einfach ein Set, das nicht 0815 ist. Nicht einfach nur so Standard, sondern man hat hier wirklich was Schönes. Was Interessantes, mit dem man gerne spielen möchte. Und man kann es auch, weil hier einfach wirklich mitgedacht wurde. Finde ich toll. Finde ich wirklich toll. Ja, natürlich, wir wissen, die Sherry ist ein Superstar am Sternehimmel und alle haben das Star Training Center. Aber was tun, wenn man dieses ganze Können hat und es nicht ausnutzen kann? Ja, man kann nämlich, es gibt auch eine Karaoke-Bar. Ist ein bisschen unfair, ist ein bisschen cheaten, würde ich sagen. Ne? Aber ja, mein Gott. Finde ich schön. Da hinten sieht man jetzt, da gibt es eine Tanzfläche.
Und auch ein Sitzbereich und ja, das finde ich irgendwie charmant, ja, dass da die Leute einfach auch wirklich abschicken können, währenddessen einer sich zum Affen macht. Oder auch nicht, weil die können ja singen, wir wissen ja, Sherry und Co., die können ja singen und das macht dann schon Sinn. Ja, da oben gibt es auch einen privaten Bereich, unten ist halt für den Pöbel und oben gibt es halt dann auch diesen privaten VIP-Bereich, wo man dann eine private VIP-Karaoke-Party machen kann. Weil das ist das, was die High Society eigentlich gerne macht. Das wissen die wenigsten. Das ist absolut der Schick heutzutage, dass man so private Guerilla-Karaoke-Partys abhält. Happy Little Train. Ja, ja, ja. Dreimal ja. Ein cooler Zug, der einiges zu bieten hat vom Design-Aspekt her. Ja. Ich zeige euch das gleich von hinten. Zum Beispiel die Front. Die ist, mein Happy Little Train ist ein bisschen ein Understatement. Die Front ist vergoldet und hat in der Mitte einen fetten Rubin stecken. Warum auch nicht? Dann gibt es riesen Lollipops und Kristallherzen am Dach. Es gibt vergoldete Stangen, die Reifen, sind irgendwie sehr überdesignt, aber ich finde, das ist ein super schöner Zug. Ja, kann man so lassen. Und man kriegt natürlich auch hinten diesen Bahnhof, also diese Bahnhofsstation, denke ich. Ja. Happy Little Train. Und zwei haben wir noch. Mit diesem Happy Little Train fahren wir dann zum Fantasy Karussell. Ich denke, das ist eine gute Wahl, eine gute Idee. Und da sehe ich auch zum ersten Mal einen Jungen. Ja. Hier sehen wir ein klassisches Pferdekarussell und das bewegt sich. Da haben wir jetzt einmal die Bewegung in der Horizontalen, also es bewegt sich, wie ein Karussell sich bewegen soll, und die Pferde bewegen sich auch rauf und runter. Ja, tatsächlich, denn es gibt hier dieses Häuschen und da gibt es eine Kurbel. Und mit der kann man das dann bespielen. Und das ist ja bitte mal ziemlich geil. Also das flasht mich jetzt selbst ein wenig, weil damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Wow. Ist cool. Ist klar, dass dann auch ein Junge kommt und da faszinierend zuschaut. Ne? Das ist mir klar. Weil das sieht man nicht jeden Tag. So, und das absolute Highlight in dieser Serie haben wir jetzt. Ganz klar, wir haben natürlich Stars Hollow oder was auch immer und man möchte aber Urlaub machen vielleicht. Und natürlich hat man eine eigene Villa. Das ist auch klar, ne? Eine eigene Villa mit 1, 2, 3, 4, 5, 6 Räumen, 3 Dachterrassen und einem Auto, ein Cabrio, weil deshalb. Und das Ganze lässt sich auf- und zuklappen, transformieren. Ja. Man kann es hier sehen, hier dann auf der Seite. Man kann das eben wie ein Modular Building irgendwo hinstellen oder man kann es eben auch aufklappen zum Bespielen. Yay! Das ist schon ziemlich cool. Und man kriegt noch 5 Figuren, ganze knapp unter 1000 Teile. Yay! Das ist cool. Da gibt es einen Swimmingpool und auch also einen Schwimmbereich. Ja, genau, sieht man. Ein Gym, das ja, die Laufbänder. Ne?
sehen wir die einzelnen Räume noch. Ja. Das ist, denke ich, ein super Abschluss für diese Reihe. Aber wir sind nicht fertig. Ich habe für euch noch 2, 4, 5 und machen gleich weiter. Genau. Camping war ja vorhin ein Thema mit dem Campingwagen, aber manchmal machen sie auch Camping woanders und das machen sie nämlich am Strand. Ist klar. Manchmal ist der eigene Jacuzzi zwar da, aber der ödet einen an. Man braucht einmal eine Abwechslung. Und dann haut man sich in seinen rosa Jeep, in seinen Buggy und fährt dann zum Strand. Und man macht natürlich eine Sandburg und man hat natürlich seinen Weber-Grill dabei, natürlich. Haut sich dann aber die 99 Cent Würstel vom Rewe drauf, weil, ja, ist so. Und ja, man geht surfen oder auch nicht, man hat nur das Surfbrett irgendwo herumstehen. Ich weiß nicht, wofür das da ist. Ah ja, es gibt hier ein Zelt, ein cooles Zelt, mit dem man, wo man dann auch drinnen pennen kann. Das ist schön, macht schon Sinn. Ein riesiger Apfel ist dabei. Ja. Yeah. Ja, Picnic at Seashore with varying delicious food. Ja, mit verschiedenen Essensdinger. Wir haben hier einen Apfel, wir haben hier die Würstel. Ja. Die Sherry und ihre Freunde, die wissen, wie man lebt. Das ist mal klar. Die wissen, wie man lebt. Vor allem, die sind ja Hundlinge, verstehst? Die fahren mit dem Buggy zum Strand und sagen, ja, wir campen dort, hihihihi. Und dann aber, ne, ein bisschen weiter, hat man dann noch diesen Beach Aid Point, wo sie dann auch abhängen. Da fahren sie mit ihren Jetskis hin, mit dem Motorboot. Da gibt es also dann auch einen Typen, der sie rettet, wenn sie in Not sind. Und dann chillen sie dort. Es gibt auch eine Taube oder eine Möwe wahrscheinlich. Ja. Man kann, ja, das ist schon cool. Der Typ, der hat, ich meine, das ist quasi die Rettungsstation, wo die Baywatcher herumlugen. Und der Typ hat aber da auch etwas zum Liegen. Also der macht es sich durchaus auch nicht ungemütlich in seinem Job. Naja, sicher. Wenn man schon ein Badewaschel ist, dann natürlich auch mit Stil. Das ist mal klar. Und jetzt gab es jemanden mit einem Campingwagen und dann hat sich die vierte im Bunde, die Papi, gesagt, hey, ah, die eine hat einen Café, die andere ist Musikstar, der dritte hat einen Pizzawagen. Ich möchte auch einen Campingwagen haben und einen Campingvan. Ein Riesendrum. Aber sie lädt natürlich ihre Freundinnen ein. Das ist klar. Da haben wir ein riesiges, ja, ist eigentlich wie ein Bus, kann man fast schon sagen, ne? Wie ein Bus mit einer Auflage oben im Prinzip, ne? Und dieser Bus, das könnt ihr sehen, die Auflage, die kann man runternehmen, oben, der Aufbau. Und ja, wir haben hier, es wird extra unterstrichen, ein Outdoor Sound System. Das ist quasi ein Ghetto Blaster, wo Blumen aus den Boxen rausquillen. Warum nicht? Und ja, natürlich gibt es da drinnen einen Griller, weil sie grillen gerne. Und das macht sie jetzt nicht unbedingt unsympathisch. Das muss man natürlich auch sagen. Menschen, die grillen, sind mir sehr sympathisch. Und ja. Und das ist natürlich toll, wenn man sagt, okay, man nimmt das runter und man sieht es dann auch hier. Die haben dann einfach, können sich den Himmel anschauen in der Nacht. Ist doch schön. Das ist doch schön. Hätte ich auch gern. So, jetzt wird es hier schon langsam eng. Aber das kennt man ja. Zwei Sets haben wir noch, dann haben wir es geschafft. Oh ja.
der Mensch lebt nicht von Pizza alleine, sondern er braucht auch mal was anderes, das ist mal klar. Und wenn man schon sich frisch macht in diesem Beauty-Salon und wenn man sich einen neuen Fummel gekauft hat, dann möchte man das auch ein bisschen herzeigen. Und da geht man zum Seafood-Restaurant. Oh yeah. Da gibt es dann ziemlich gutes Essen. Ich meine, ich sehe da jetzt nur Eiscreme. Aber es gibt natürlich auch, hoffentlich, gegrillten Fisch und Shrimps und Scampi und dergleichen. Ich kann das nicht so sehen, ich sehe hier nur Eis und ich sehe eine Stage, wo man singen kann. Naja, okay, das ist halt, man muss das halt schon verstehen. Wir leben hier in einer Welt, also hier, Jerry und ihre Freunde leben in einer Welt, wo Singen ein ja, essentieller Bestandteil ist in der Gesellschaft. Deswegen muss man auch natürlich eine Bühne haben zum Singen und vor allem, wenn man zu einem Seafood-Restaurant geht, das ist klar. Ne? Die einen schlürfen die Hummerschwänze raus und die anderen singen auf der Bühne. Das ist, ist halt ein ganz eigenes Lebensgefühl. Das kennen wir ja gar nicht mehr. Und da sehen wir da jetzt auch den Hummer. Ja, also ich weiß schon, von was ich rede. Ne? So ist es ja nicht. Ja, das ist schon mal cool. Auch nicht schlecht, der Typ, der die ganzen Dinger macht, der hat hier so einen Hawaii-Blumenkranz. Ja, warum nicht? Die Hawaiianer haben das ja nicht für sich gepachtet, bitte. Kann man ja auch selber verwenden. Und zum Abschluss von diesem wundervollen Tag, natürlich, wir waren zwar mehr, aber das Salz ist halt auch nicht so geil. Deswegen geht man zu dem Sunshine Waterpark. Und das ist jetzt, also mehr Spiel geht eigentlich nicht mehr. Ihr seht es dann später, wir haben ein Observatorium. Yeah, wir haben Wasserrutschen. Wir haben einen Eiscreme-Van. Wir haben Wasservorhänge. Wir haben eine Wasserbar, einen Shop. Uff. Und dann gibt es sogar noch einen. Es gibt sogar einen Shower Room, wo man den Sand von seinem Körper runterwaschen kann. Genauso steht das da. Ist okay. Funktioniert halt nicht. Das weiß jeder, der schon mal am Strand war. Man findet noch Wochen später Sand in Ritzen seines Körpers, wo man gar nicht wusste, dass man diese Ritze hat. Manche sind ja offensichtlich, manche nicht so. Und ja. Finde ich, also normal. Ich war heute ein bisschen, ne, mit einer flotten Lippe unterwegs. Aber ich möchte nicht vergessen zu erwähnen, dass hier absolute Spielsets dabei sind. Und das finde ich toll. Das finde ich wirklich toll. Die machen alle absolut Sinn und Spaß. Also da lege ich meine Hand ins Feuer. Diese Sets sind eine absolute Bereicherung für meinen Laden und für eure Kinderzimmer. Wenn ihr wollt, kommt vorbei, schaut euch die Sets bei mir vor Ort an oder geht auf meinen Webshop und schaut es euch dann dort an. Bleibt gesund, genießt die Zeit, schon langsam haben wir eine neue Realität, eine neue Normalität. Bleibt trotzdem gesund, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal, schöne Grüße. Euer Omni Klemmer.